Fingerfaultiere. Autor seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor in Nicaragua gedreht. Die drei Fingerfaultiere, Bradypodidae, Bradypus, sind eine Säugetierfamilie und Gattung aus der Ordnung der Zahnarmen, Pilosa. Zusammen mit den zwei Fingerfaultieren, Megalomycidae, bilden sie die Unterordnung der Faultiere, Folivora. Der Name Dreizehenfaultiere, der diesen Tieren manchmal gegeben wird, ist insofern missverständlich, als auch die zwei Fingerfaultiere an den Hinterfüßen drei Zehen besitzen. Drei Fingerfaultiere leben auf dem amerikanischen Kontinent. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Mittelamerika, Honduras, bis nach Südamerika. Sie fehlen allerdings im Bereich der Anden, in den Llanos-Regionen entlang des Orinokos und im Süden des Kontinents. Der Körperbau der drei Fingerfaultiere ist an eine kopfunter in den Bäumen hängende Lebensweise angepasst. Sie erreichen eine Kopfrumpflänge von 40 bis 70 cm und ein Gewicht von 3 bis 5 kg, sind also etwas kleiner als ihre zweifingerigen Verwandten. Die Gliedmassen sind lang und kräftig, wobei die vorderen Extremitäten deutlich länger als die hinteren sind, und enden jeweils in drei Zehen, die mit scharfen, hakenförmigen Krallen versehen sind. Im Gegensatz zu den schwanzlosen Zweifingerfaultieren haben diese Tiere einen kurzen, 2 bis 9 cm langen Schwanz. Ein weiterer Unterschied liegt in der Zahl der Halswirbel. Während die meisten Säugetiere derer 7 haben, die Zweifingerfaultiere haben 6 oder 7, besitzen diese Tiere 9 Halswirbel, was ihnen eine größere Beweglichkeit des Kopfes ermöglicht. Sie können den Kopf in einem Bogen von 270 Grad drehen und erreichen somit Nahrungsquellen, ohne die Gliedmassen bewegen zu müssen. Ihr Körper ist von einem dichten Fell bedeckt, das sich aus einem weichen Unterfell und zottigen, dicken Haaren darüber zusammensetzt. Diese Haare sind der Länge nach gerillt und im Gegensatz zu den meisten anderen Säugetierarten vom Bauchweg gescheitelt, um ein besseres Abfließen des Regenwassers zu ermöglichen. Das Fell ist meist graubraun gefärbt, aufgrund der darin lebenden Algen und Cyanobakterien macht es oft einen grünlichen Eindruck. Dieser Effekt, der besonders stark in der Regenzeit zum Vorschein kommt, dient den Tieren als Tarnung. Männliche Tiere sind darüber hinaus durch einen gelben oder orangefarbenen Fleck am Rücken erkennbar. Das Fell dieser Tiere dient darüber hinaus mehreren Insektenarten als Lebensraum. Ein einzelnes Exemplar kann eine Wohnstätte für mehr als 1000 Käfer sein. Mehrere Schmetterlinge aus der Gruppe der Chrysalogine, Familie Zünsler, wie Cryptosis colurbi oder Bradypodicola haneli, leben sogar von ihnen. Wenn drei Fingerfaultiere auf den Boden klettern, um zu defekieren, verlässt die Motte das Fell ihres Wirts und legt ihre Eier in die Exkremente. Die Larven ernähren sich davon und suchen sich nach der Metamorphose einen neuen Faultierwirt. Drei Fingerfaultiere bewohnen ausschließlich tropische Regenwälder, wo sie nahezu ihr gesamtes Leben in den Bäumen hängend verbringen. Sie fressen und schlafen in dieser Haltung, auch die Paarung und die Geburt erfolgt in dieser Stellung. Der Griff der Gliedmassen und hakenförmigen Krallen ist so fest, dass die Tiere sogar nach ihrem Tod eine Weile im Geäst hängen bleiben können. Sie bewegen sich äußerst langsam fort, Schätzungen über ihre Höchstgeschwindigkeit belaufen sich auf maximal 4 Meter pro Minute. Sie kommen nur auf den Boden, um zu urinieren und defekieren, was aufgrund der niedrigen Stoffwechselrate nur alle 1 bis 2 Wochen nötig ist, oder um zu einem anderen Baum zu gelangen. Diese Wechsel der Bäume geschehen aber weitaus seltener als bei den Zweifingerfaultieren. Am Boden bewegen sie sich unbeholfen, sie krabbeln mit den Unterarmen und Sohlen der Hinterbeine vorwärts und schaffen dabei nur 2,5 Meter pro Minute. Allerdings können sie gut schwimmen.